Und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer Daily-Folge Manager-Modus mit mir, dem Mr. Zocker. Und wir sind heute in einer ganz schnellen Aktion. Und von einem Abonnenten habe ich hier diesen, ich glaube, es war jetzt Jethro Williams von PSV Eindhoven, ein Linksverteidiger, 19 Jahre, den sollte ich mir doch mal angucken. Und wenn ich da schon die grünen Häkchen bei Antritt, Spritgeschwindigkeit, beweglich Ballons, Sprungkraft, Ausdauer sehe, dann kann der nur wirklich und Schusskraft auch. Ja, dann denke ich mal, wird der schon sehr gut sein. Und der ist 19 Jahre alt, zeigt großes Potenzial. Den lassen wir auf jeden Fall mal beobachten und setzen den auf die Wunschliste mit drauf. So, ich muss jetzt ganz schnell abarbeiten, da ich nämlich gleich Besuch bekomme. Und wie ihr oben seht, die EA-Server funktionieren mal nicht. Und als Hintergrundgast haben wir den Joey, der jetzt gerade vor mir ein wenig Zeit hat. Und Jawohl. Wir sind noch auf Platz 10. Ah ja, genau, sag einfach mal Hallo. Hallo. So, und unser nächster Gegner, wisst ihr, ist FC Augsburg. Gegen Wolfsburg hat das ja letztens nicht so richtig geklappt. Und mir wurde da ganz gut empfohlen, dass wir zum Beispiel Westermann wieder innen holen und uns auf der Rechtsverteidigung halt Diekmeier holen, weil der Antritt und Geschwindigkeit rechts gut hat. Und dann auf dem rechten Mittelfeld holen wir uns dann am besten wieder Beister, weil der ja auch schnellen Antritt und Geschwindigkeit haben. Und hier auf dem rechten Dings holen wir uns den Bakali. Da der ja auch... Ups, jetzt muss ich mal ganz kurz dahin. Genau, weil der ja auch übelste Antritt und Geschwindigkeit hat. Und somit können wir über die rechte Seite wunderbar unsere Jungs da richtig gut auskontern. Und Bakali kann dann wunderbar vielleicht das eigene Tor schießen oder dann zu Lasoga abgeben. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das Mittelfeld... Konnte der linkes... Der konnte auch linkes Mittelfeld spielen. Raphael van der Vaart lassen wir noch. Ja, den wechseln wir dann mit... obwohl... Müssen wir mal gucken, ob wir den mit Meier oder mit Mukta auswechseln. Ich würde die beiden auch gerne ein bisschen pushen. Sozusagen. Obwohl, da holen wir uns denn doch lieber Isevic und holen uns dann nachher Hakan wieder als ZOM. Weil das unser hauseigener Junge ist und der ja hoffentlich auch zum Ende der Saison immer noch bei uns bleibt. So, jetzt brauchen wir nicht so viele. Jetzt gucken wir mal, da können wir Arslan dann wegnehmen. Was wir mit Sua machen, da müssen wir uns noch was überlegen. Hier mit Lazaro müssen wir uns auch noch was... wir gehen jetzt erstmal so in diese Runde rein. So. Speichern wir natürlich wie immer. Nicht, dass uns das gute Teil hier noch abzockt. Ja, und gestern, einige haben es vielleicht noch mitbekommen, meine Grafikkarte war ja unterwegs gewesen und die nimmt mal das schwarze Trikot und sie ist auch angekommen. Punkt 15 Uhr stand der junge Mann von DPD vor meiner Tür mit meiner Grafikkarte. Eine Nvidia GeForce 660 GTX von Gigabyte. Es ist ein Hammerteil, ja. Zwei Windsor Lüfter drauf. Dies ist, das Teil sieht so Bombe aus, und hab's dann auch gleich nochmal. Und nee. Doch auf Regen habe ich ja nun keinen Bock, obwohl, na, wir müssen ja eigentlich auch mal mit Regen spielen, wenn wir ja mal ein bisschen Originalität reinbringen wollen, ne? Ist ja auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, da hat das nicht ganz so geklappt. Nee. Ey, da war jetzt nichts gewesen. Wer ist der Puppe, hat da gar nichts gemacht. Jo! Aber Dropney hat das Ball. Ja, auch gut.
Oh, die versuchen uns da irgendwie ganz böse auszuflügeln. Ja, oh, was denn jetzt? Ja, Diekmeier. Na, lass ihn ausgehen. Jo, beißt er. Nee, das solltest du doch nicht jetzt spielen. Es gab ja hier eben dem... in deinem Budget kein Durchsatzvermögen oder was ist hier los? Gegen Augsburg. Ach, jetzt komm, Alter. Es gab doch mal hier ein bisschen Körpereinsatz. Komm hier. Während dieser Duschpause, Alter. Ist ja hier ein Duschregen hoch 3. Ah, ah, ah. Was denn? Da war doch kein Hand, ey. Das gibt's doch hier nicht. Schütz früh schritt, schieße hier. Ich weiß, wo dein Auto steht, Alter. Ah! Ah, jetzt war es wieder abseits gewesen, ne? Ah, ich hasse diese. Was? Leck mich doch am Popo, Katepetl. Das ist schon wieder diese Dinge, wieso ich so ungerne halt während Regen spiele. Die Ballzuschnitte. Nee, nee, nee. Ach komm, ey. Ja, die sind saumäßig. Erstmal einen Schluck aus dem heißen Kaffeebecher nehmen. Das braucht man am frühen Morgen, ja. Wer mich vielleicht auch auf Facebook, wie gesagt, verfolgen tut, der wird zum Beispiel sehen, ich habe heute ein Wort des Tages, das sich jetzt Androgyn nennt. Ja, das ist heute mein Wort des Tages. Nee, 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 komm, komm, komm. Ey, das war noch nichts gewesen. Das, ach, leck mich doch, Alter. Es ist doch, ja. Das ist hier doch schon wieder voll androgyn. Ja. Boah, la soga. Pierre, Michel, Joey, la soga. Ich glaube, mein Besuch hat sich schon verabschiedet. Oh, Maximilian, wo ist der? Ah! Ja. Ja, ich bin da. Weil du gerade mein Wortspiel nicht mitbekommen hast. Nee, hab ich nicht. Pierre Michel Joël La Soga. Achso, okay. Ja. Fragen wir mal gleich mal meinem Besuch nach. Weißt du, was androgyn bedeutet? Nee. Ah, dann würde ich sagen, solltest du das mal Wikipedien, wollte ich gerade sagen. So, wer steht denn da jetzt frei? Wer hat denn da jetzt Platz? Oh, lass Zocker mit einem Hammer-Kopfball. Jetzt klingelt's auch noch bei mir. Ja, dann muss ich da mal ganz kurz hingehen. Super, wieder der Mr. Jozocker. Der wieder Besuch mitten in der Aufnahme. Ja, mein Besuch ist schneller als die Post. Das gibt's doch nicht, so noch keine 20 Minuten oben. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt muss man mal... Boah, Dropney hat uns wieder gerettet. Und...
Lauf doch! Lauf doch weiter! Ja! Nein! So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Bei dem Regen muss doch hier noch irgendwas gehen. Pierre-Michel! Oh! Dies ist hier unmöglich. Deswegen spiele ich auch so ungern im Regen. Weil die Pässe dann einfach grandios schlecht werden. Und das gegen Augsburg, ja. Also wir müssen ja aufpassen. Ihr wisst ja, im Real Life hat ja Pierre Marwerk. Nee. Joey, wie hieß der nochmal? Ich doch, Marwerk oder so heißt doch der Trainer derzeit, ja, ne? Bernd van Marwerk, ja genau, der Holländer, der verzweifelt ja auch gerade mit seiner Hamburger Mannschaft, die nach ein paar Siegen sich da so abziehen lassen. Mit 0:1 verlieren wir gegen Augsburg, ja, die tabellentechnisch da so weit unten liegen. Es ist schon, eine übelste Blamage. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das ist auf jeden Fall nicht mehr feierlich. Das können die sich ja auch gar nicht so erlauben. Ja? Ja, und meine können sich das auch nicht erlauben. Was ist hier los, ey? Das ist doch hier schon wieder... Oh, kein Durchsetzungsvermögen hier. Es ist nirgendwo was frei. Oh, wunderschön von Jansen angenommen. Oh! Das gibt's nicht. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen einen zur Deckung da behalten. Ja, das war, glaube ich, schon wieder irgendwie abseits. Ja, da stand da ein Augsburger im Abseits. So. Ja, wo bleibt jetzt die Kinect-Steuerung? Hier hätte ich jetzt ganz gerne, um die Taktik zu ändern. Ach, hoher Druck. Stürmen, alles nach vorne. Da muss jetzt alles nach vorne, da nützt nichts. Ah, super gemacht von Bakali da. So, wir müssen aber gleich mal ausgucken. Hier die erste Auswechslung bei Augsburg. Ottl geht und der Vogtmann. Der Mann aus dem Vogtland kommt. So, nochmal zum Einwurf geklärt. Ja, Diekmeier, unser Mann. So, jetzt ist aber die Chance. Das gibt's doch nicht! Ich hab doch passen gedrückt! Das ist doch hier nicht mehr feierlich. Olivier droppt, nee! Was? Geht doch nicht einfach am Spiel vorbei! Ich glaub's nicht! Da kommt schon wieder der allseits beliebte. So. Ja! Ich bin mir Michel! Was? Das hätte eine Foul geben müssen, Alter! Es war 12 Meter! Raphael! Bakali! Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Das gibt's nicht! So, wir holen uns mal hier Bakali hin, weil der ist nämlich am kleinsten. Ja! Der Diekmeier! Der Diekmeier muss das Ding hier wieder drehen. Das ist, ein Wahnsinnsspiel schon wieder, ja? Und nicht nur, dass wir nur auch die drei Punkte brauchen, wir brauchen ja im Grunde auch die Tore, um die Tordifferenz zu Dortmund und den Bayern aufzuholen, weil sich nur rein auf die Punkte zu verlassen, könnte ein bisschen schwer werden. Ja, ja, dräng dich durch. Oh, der Junge ist einfach fantastisch, 18 Jahre alt, glaube ich,
und ein riesen Potenzial. Und da musste der Torwart ihn sogar noch ausleihen. So, jetzt nochmal die Chance hier. Diesmal lassen wir Ljubicic. Und, ah nee, Manninger hält das Ding. Da hat Bajel nicht so weit raus oder nicht so gut köpfen können. So, hier nochmal die Chance. Pierre Lasoga, das, ey Joey, ganz ehrlich, Alter, das mit LB und ihn schicken, das funktioniert bei mir nicht. Also er bleibt dann irgendwie stehen, ja, aber es läuft dann keiner in die Richtung. Ja, weil du es einfach nicht kannst. Das wird sein. Oder weil du mich einfach angelogen hast, dass es LB ist. Weil es diese Technik gar nicht gibt. Es funktioniert nicht. Also ich drücke jetzt mal LB, dann bleibt er so, aber es läuft auch keiner. Es läuft keiner. Ich guck denn ihn, ne? Was? Muss er so in die Richtung gucken? Ja, mach ich doch. Ich halte den linken Controller dann in diese Richtung. Aber, oh, was ist jetzt die Jour? Ich glaube, das war die Jour gewesen. Oh, 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 Dickmeier. Oh, da haben wir nochmal Glück. Ah, Jansen holt das Ding und jetzt gibt es erstmal einen Wurf hier. Und die nächste Auswechslung, wir wechseln. Altitop kommt rein, der alte Mann der Bundesliga. So, wir machen jetzt auch mal ganz kurz, die Jungs vorne sind schon ein bisschen K.O., aber ich will mal ein bisschen hinten gucken. Ich hole mal wieder Giraek rein. Jetzt, das war's jetzt erstmal. Ich muss mal kurz gucken, dass ich irgendwie das Mittelfeld noch... Ah, ne, Drobny hat den Ball. Gucken, kriegen wir den vielleicht noch ins Aus irgendwie, damit wir die Einwechslung wenigstens durchführen können. So wird ein Schuh draus, damit die wenigstens an dem Spiel noch teilgenommen haben. 2 Minuten reguläre Spielzeit. Was gibt's jetzt? Oh, jetzt gibt's doch nicht noch echt noch eine gelbe Karte. Der frisch eingewechselte Giraek, da holt sich noch eine gelbe Karte. Ist doch wohl echt ein Witz hier von diesem verdammten Schiedsrichter. Nein! Also, das sind ja meine liebsten Tore, die ich denn in der 90. Minute noch eingesteckt bekomme. Wir werden mal auch... Oh nein, Lasoga, ihm fehlt einfach die Schnelligkeit der anderen. Er hat ja alles, er hat ja einen Bums, er hat ja alles, aber was er nicht hat, das ist Antritt und Sprintgeschwindigkeit, das hat er leider nicht. Aber wir haben das Ding gewonnen zu Hause 1:0 und das sieht ganz wunderbar aus. Jetzt gucken wir mal gleich mal, wie die anderen so sind und wie die Tabelle aussieht und wer unser nächster Gegner ist. So, tabellenmäßig stehen wir an Platz 2 mit 34 Punkte, ein Punkt nur hinter den Bayern. Aber wie ihr seht, die Tordifferenz, ja, die sind damit, ich glaube, mit 8 Toren vor uns. Ja, die führen die Tabelle, wie gesagt, an. Ja, bei 11 Spielen, oh, die haben sogar mal 2 Niederlagen gehabt. Haben sie, glaube ich, im Real Life noch nicht. Also, die haben, glaube ich, noch nie ein Spiel bis jetzt verloren. Das war klasse. So, mit Y kommt man nämlich gleich in der Dings. Achso, da hatte ich ja die Abschlussberichte von den einzelnen Jungs, die ich mir ja angeguckt hatte. Genau, da war ja Felix Wiedwald. Der Bericht ist jetzt vollständig. Den kann man sich da noch angucken. Ja, mit Stärke ist der Torwart ganz, ganz okay. Aber Fabian Giefert hier, 23 Jahre alt, gefällt mir hier als Torwart-Alternative zu Adler am besten. Hier haben wir noch Gigi Williams, aber das müssten wir. Und Kühn Castiel von Hoffe. Auch okay, sage ich jetzt mal so, ja. So, das sind jetzt hier die 3, die können wir löschen. So, was haben wir hier? Eine Offerte zum Nationaltrainer. Von wem denn hier? Das sieht mir aus wie Australien.
In Neuseeland, Entschuldigung, das ist Neuseeland. Und tut mir leid, nee, da habe ich jetzt erstmal gar keinen Just drauf. Das werde ich vielleicht mal nächste Saison nehmen. Wir gucken mal ganz kurz so. Der Meister! Wir müssen gegen den Erstliga, gegen Bayern ran. Leck mich zu Hause. Und das auch noch zu Hause, wie es aussaut. Gucken wir mal im Kalender. Ja, nee, Auswärtsspiel. Auswärtsspiel. Wir müssen nach München in die Allianz Arena am 14.12. Und heide Witz ja. Wie wollen wir das denn schaffen? Also es ist ja wieder so. Da müssen wir gucken, wie wir unsere Mannschaft auf jeden Fall aufstellen. Wir haben immer noch das große Problem, dass Adler immer noch verletzt ist. Das ist sehr bedauerlich jetzt. Und das bedeutet, wir müssen hinten uns abwehrtechnisch sehr gut organisieren. Und auf jeden Fall bei der nächsten Folge am Mittwoch gegen die Bayern. Ho, ho, ho. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Vergesst nicht zu liken, ein Abo zu geben und einen Daumen nach oben. Und schön kommentieren. Bis dann, liebe Zockerfreunde. Ciao, ciao und noch einen schönen, ich glaube, regnerischen Tag. Bis dann. Tschüss.